Der Blick sollte immer in die Augen einer Frau gehen. Das wird umso schöner mit einem perfekten Augenaufschlag und wunderschönen Wimpern. Mit den Jolifine Lashes für den professionellen Einsatz kann jede Frau mit perfekten Wimpern glänzen. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie du mit der 3D-Wimperntechnik deine Naturwimpern verdichten und verlängern kannst und somit ein sagenhaftes Ergebnis kreierst. Natürlich müssen hierfür die Naturwimpern erstmal ausgiebig vorbereitet und gereinigt werden. Hierfür gibst du etwas Jolifine Lashes Wimpernshampoo in Wasser und benetzt die Naturwimpern damit. Tupfe die übrige Flüssigkeit ab und bürste die Wimpern mit einem Wimpernbürstchen aus. Mit dem Fächer trocknest du die Wimpern und klebst anschließend ein Jolifine Lashes Hydrogel Augenpad auf das untere Augenlid. Fixiere dabei den Wimpernkranz unter dem Augenpad, um ungestört an den oberen Wimpern arbeiten zu können. Gebe etwas Wimpernvorbereitung auf ein Mikrobürstchen und gebe dieses durch Bürsten auf deine Naturwimpern. Die Jolifine Lashes Wimpernvorbereitung entfettet diese und sorgt somit für einen perfekten Halt des Wimpernklebers. Fächere wieder trocken und lege jetzt die Wimpern gerade durch ein erneutes Ausbürsten. Positioniere nun ein LashMap-Sticker unter dem Auge. Dabei ist ganz wichtig, dass er gerade aufgeklebt ist. Er dient dir zur Orientierung und als Hilfe, um die Kunstwimpern symmetrisch zu kleben und somit eine Form zu geben. Du kannst dir als Unterstützung für deine Designform auch die Wimpernlängen in die Felder schreiben, für ein perfektes Ergebnis, je nach gewünschtem Style. Wir nutzen die Größen 9, 10, 11 und 12 für einen Natural Look. In der Jolifine Lashes Mixbox 3D Wimpernfächer C-Curl 0,07 findest du alle benötigten Größen. Die fertigen Wimpernfächer mit 3 Wimpern pro Fächer wirken Wunder, wenn du deine Wimpern fülliger und länger tragen möchtest. Lege die gewünschten Längen auf das Silikonpad und gib danach etwas Wimpernkleber Dickviskos auf den Kristallstein. Jetzt löst du einen Wimpernfächer mit der Pinzette gebogen und stippst das Ende in den vorbereiteten Kleber. Spreize mit der Pinzette gerade die Naturwimpern, bis du eine separiert hast, und lege das Kunstwimpernbündel an diese an. So arbeitest du dich von Wimper zu Wimper. Achte dabei darauf, die richtigen Längen anzubringen und die Wimpern mit Biegung nach oben aufzukleben. Zwischenzeitig und abschließend fächerst du etwas Luft, damit der Kleber schnell trocknen kann. Jetzt noch einmal mit dem Wimpernbürstchen durchkämmen. Bevor du die Klebepads abziehst, achte darauf, dass keine Wimper versehentlich am Pad klebt. Löse diese gegebenenfalls erst mit der Pinzette. Das wunderschöne Ergebnis kann einen einfach umhauen. Für bestmögliche Ergebnisse empfehlen wir den Besuch einer Schulung. Worauf wartest du noch? Viel Spaß beim Design! Deine Vicky. Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück.